Einen Geschäftsbrief schreiben in 6 Schritten. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich mache zuerst einen Überblick. Schritt 1. Wir machen ein paar Einstellungen in Word. Schritt 2. Wir machen Einstellungen zum Papier. Schritt 3. Wir gestalten einen Briefkopf. Schritt 4. Die Empfängeradresse. Schritt 5. Der Brieftext. Schritt 6, die Grußformel und die Beilagen. Legen wir los. Ich würde dazu eine Checkliste verwenden, damit nichts vergessen geht. Ich werde zwischen den einzelnen Schritten jeweils ein Pausenzeichen einblenden, damit Sie den Film unterbrechen können und allenfalls parallel dazu Ihren Brief gerade entwerfen können. Schritt 1. Grundeinstellungen in Word. Schauen Sie, dass hier die Werkzeuge sichtbar sind. Im Moment sind sie bei mir ausgeblendet. Klicken Sie doppelt auf irgendeine solche Überschrift, dann sieht man die Werkzeuge immer. Gehen Sie zu Ansicht und schauen Sie, dass hier beim Lineal der Haken drinsteht, denn wir brauchen das Zeilenlineal. Gehen Sie nachher zu Layout. Und schalten Sie die Silbentrennung ein, die normalerweise ausgeschaltet ist. Also hier Klick auf Automatisch. Stellen Sie auch die unsichtbaren Zeichen ein, damit wir sehen, wo Zeilenschaltungen, Tabulatoren und Leerschläge stehen. Das erleichtert uns die Gestaltung des Briefes. Hier folgt die erste Pause. Drücken Sie beim Film auf das Pausenzeichen und schauen Sie, dass bei Ihnen diese Einstellungen stimmen. Ich fahre fort mit dem Schritt 2. Hier geht es um Einstellungen für das Papier. Ich stelle zuerst die Seitenränder ein. Am schnellsten erreichen Sie die Einstellungen hier bei diesem grauen Bereich mit einem Doppelklick und stellen Sie Folgendes ein. Der Seitenrand oben statt 2,5, 5,2, also gerade umgekehrt, das kann man sich irgendwie gut merken, links nicht nur 2,5, sondern 3. Warum? Das macht Sinn, denn links beim Papier hat das Papier oft eine Lochung und der Daumen, der überdeckt unter Umständen Textstellen, wenn der Text zu weit links beginnt. Unten und rechts stellen Sie 2 cm ein. Das war's mit den Seitenrändern. Klicken Sie auf OK. Und jetzt geht es noch zu den Absatzeinstellungen. Klar, man könnte das hier einstellen, aber machen Sie das eher hier bei den Formatvorlagen, hier beim Standard einen Rechtsklick. Klicken Sie auf Ändern. Und bestimmen Sie hier die Schriftart, vermutlich ist es bei Ihnen Calibri oder in Ihrem Geschäft irgendeine andere Schriftart, da hat jedes Geschäft so seine Vorgaben. Wir verwenden Calibri, Größe 11 und wir gehen weiter zu Format und regeln auch hier beim Absatz die Abstände vor und nach. Was ist damit gemeint? Eigentlich müsste hier stehen oben und unten. Also der Abstand oben eines Absatzes, der soll 0 sein und unten, eben hier nach, der soll auch 0 sein. Also nicht etwa 6 Punkte, sondern 0. Und regeln Sie auch den Zeilenabstand. Hier steht häufig mehrfach 1,08 oder so etwas drin. Wählen Sie hier einfach und hier lassen Sie es leer. Okay? Und jetzt haben wir den Standard perfekt eingerichtet. Ich beginne mit der Empfängeradresse und kümmere mich erst nachher um die Kopfzeile. Die Empfängeradresse wird eingerückt hier auf 9 cm, also packe ich hier den linken Einzug und stelle den genau auf 9 cm. Und schreibe nun Folgendes. Frau Margrit Stadler-Gut, Rechtsanwältin
Hofstraße 18, 41, 27, Biersfelden. Jetzt folgen ein paar Zeilenschaltungen, nur weiß ich nicht genau wie viele. Das hängt von der Anzahl Zeilen ab, die Sie hier verwendet haben, und der Ort und das Datum, das sollte ja hier beim QR-Fenster nicht sichtbar sein. Also wenn das Datum zu früh kommt, dann ist es nachher sichtbar im QR-Fenster und das sieht irgendwie hässlich aus. Ich zeig's mal. Wenn ich das nun ins Kuvert stecke, dann sieht man das Datum. Ab wann sieht man es nicht mehr? Man sieht es nicht mehr, wenn der Abstand vom Papierrand bis zur Ortschaft hier 9 cm ist. Wie merke ich, ob nun die Ortschaft und das Datum bei 9 cm stehen? Machen Sie hier in die Taskzeile, dort wo steht Seite 1 von 1, einen Rechtsklick und klicken Sie hier bei vertikale Seitenposition drauf. Ich sehe, im Moment ist es 8,5 cm und wenn ich hier den Haken setze, dann bleibt diese Angabe auch immer hier unten stehen. Jetzt sehe ich, ja, das genügt noch nicht, also mache ich hier noch eine zusätzliche Zeilenschaltung, stelle den Cursor wieder in die Ortschaft und sehe nun, 8,9 ist immer noch kritisch, also noch einen Leerschlag und jetzt steht Basel definitiv bei 9,4 cm und also nicht mehr im Kuvertfenster. Drücken Sie nun wieder auf das Pausenzeichen und erstellen Sie die Adresse. Danach kümmern wir uns um die Kopfzeile. Die Kopfzeile soll nachher so aussehen. Ich habe hier die Adresse der Firma und ein Logo. Am schnellsten gelangen Sie in die Kopfzeile mit einem Doppelklick hier in den Kopfzeilenbereich, also Doppelklick. Und nun schreibe ich die Adresse der Firma. Und natürlich darf das Logo nicht fehlen. Ich gehe auf Einfügen, Bilder, dieses Gerät, klick auf das Logo, Einfügen. Ja, jetzt ist es noch ein bisschen groß. Ich verkleinere das noch. Achtung, beim Verkleinern hüpft manchmal das Bild auf den Kopf. Oder es wird gespiegelt, wenn ich hier ein bisschen zu schnell arbeite. Jetzt ist es gespiegelt, also gehe ich da wieder zurück und ich sage dem Bild, es sei vor dem Text oder quadratisch, dann kann ich es platzieren, wo ich das will. Ich stelle das mal so hin, dass das Logo auch gerade hier bei 9 beginnt und die Unterkante etwa gleich hoch ist wie Möbelzentrum Basel. Jetzt will ich wieder raus aus der Kopfzeile. Ich mache hier beim Fließtext wieder einen Doppelklick und komme nun zum Schritt 5. Jetzt folgt der Brieftext. Ich erstelle nach der Adresse eine Zeilenschaltung und Achtung, jetzt habe ich ja noch immer einen vollen Einzug bei 9 cm. Diesen Einzug stelle ich nun wieder nach 0. Hier vorne, gerade beim Übergang von weiß zu grauem Papierrand. Und jetzt folgen drei Leerzeilen. 1, 2, 3. Danach schreibe ich den Betreff. Mache wiederum eine Zeilenschaltung und erst danach ändere ich den Text auf Fett. Warum erst danach? Wenn ich es vorher mache, dann ist der nächste Text eben auch wieder fett. Jetzt folgen zwei Leerzeilen, danach kommt die Begrüßung. Es folgen noch eine Zeilenschaltung und jetzt der Brieftext eingeteilt in Absätze. Diese Abfolge von Leerzeilen, die kann man sich noch gut merken. Ich stelle mir hier immer einen Countdown vor. Hier 3,
zwei, eins und dann geht's los mit dem Brief. Also ich mache wieder eine Kunstpause. Hier folgt also der eigentliche Brieftext. Achten Sie darauf, dass Sie den Text unterteilen in Abschnitte. Das ist leserlicher und sieht besser aus. Wenn Sie eine Zeilenschaltung machen, machen Sie immer gleich zwei, sodass dazwischen eine Leerzeile entsteht. Und schon wieder zwei Zeilenschaltungen, sodass dazwischen eine Leerzeile entsteht. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Und noch die letzte Leerzeile, noch eine Zeilenschaltung. Und jetzt stellen wir wieder den Einzug auf 9 cm, wie hier oben bei der Adresse, und schreiben folgendes. Freundliche Grüße, eine Leerzeile und jetzt drei Leerzeilen, denn hier steht nachher die Unterschrift und wer hat den Brief geschrieben. Und zum Schluss folgt noch die Beilage. Ich mache eine Zeilenschaltung. Achtung, die Beilage, die ist natürlich wieder ganz links. Also stelle ich hier den Einzug wieder nach links und füge nun den Prospekt hier ein, ohne Aufzählungspunkt, einfach so. Das war's. Ich drücke die Ctrl-Taste, drehe am Mausrad und schaue mir den Brief einmal an und mich dünkt, das sieht doch super aus. Das war's.